Ich habe etwas Interessantes über Hürdenläufer gehört. Hürdenläufer. Also die Leute, die diese Wettläufe machen, wo in regelmäßigen Abständen eben diese Hürden stehen, die übersprungen werden müssen. Weißt du, Hürdenläufer werden darauf trainiert, nicht auf die Hürde zu schauen. Nicht auf die Hürden, die ihren Weg ja eigentlich versperren. Sondern sie schauen nur auf das Ziel. Sie schauen nur auf die Ziellinie. Sie schauen nur auf das Ende. Sie konzentrieren sich nie auf die Hürde, sondern immer nur auf das Ende. Sie sind fokussiert auf das Ziel. Das fand ich bemerkenswert. Ein Hürdenläufer konzentriert sich nicht auf die Barriere, die vor ihm steht, sondern er konzentriert sich auf das Ziel, auf das Ende und weiß, ich werde diese Barriere überwinden. Die haben die Schrittfolge eintrainiert und wissen genau, wann sie springen müssen. Das fand ich interessant für uns als Kinder Gottes in unserem Leben. Auch wir haben einen Lauf zu laufen, die Bibel spricht öfter davon. Und auch da sind Hürden, die überwunden werden müssen. Auch da sind Barrieren, Blockaden, irgendwelche Dinge, die im Weg stehen. Und wir müssen sie überwinden. Und weißt du, manchmal ist es so, dass wir als Christen vor der Hürde stehen bleiben, beten, o Herr, nimm doch diese Hürde weg. Und der Herr will eigentlich, dass wir sie überspringen, dass wir sie überwinden und dass wir weitergehen. Lass dich nicht von dem Problem, was dir vor der Nase steht, zurückhalten. Fokussier dich auf das Ziel. Fokussier dich auf das Ende. Du hast einen Lauf zu laufen. Da gibt es diese Hürden. Überwinde sie. Je schneller, je besser. Lass dich davon nicht stoppen. Sonst ist dein Lauf nämlich an der Stelle zu Ende. Sondern überwinde sie. Weißt du, Paulus schreibt, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Genau, lauf so, dass du jemand bist, der am Ziel ankommt. Lauf so, dass du fokussiert bist auf das Ziel, nicht auf das Problem, was dir vor der Nase steht. In einer anderen Bibelstelle sagt Paulus, ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorne ist und jage auf das Ziel zu. Er streckt sich nach dem aus, was vorne ist, was er sieht, vorne, das Ziel. Er jagt darauf zu. Er konzentriert sich nicht auf die Probleme des Alltags, sondern er sagt, es gibt ein Ziel und dahin bin ich unterwegs. Und am konkretesten bringt es der Hebräerbrief auf den Punkt. Da lesen wir, deshalb lasst nun auch uns mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Das ist genau der Punkt. Mit Ausdauer dranbleiben und gleichzeitig hinschauen auf das Ziel, hinschauen auf den Herrn, hinschauen auf das, worum es eigentlich geht. Weißt du, dein Leben ist mehr als die Probleme, denen du gegenüberstehst. Deine Berufung ist mehr als die Herausforderungen, die dir gerade den Weg zu versperren meinen. Dein Leben ist viel mehr. Du hast eine Bestimmung, du hast eine Berufung. Der Herr will, dass du deinen Lauf ihm zur Ehre gut läufst. Und deshalb, sei wie ein Hürdenläufer. Schau nicht auf die Hürde, schau auf den Herrn. Schau auf das Ziel, schau auf das Ende. Fokussiere dich auf das, was der Herr für dich vorbereitet hat. Und du wirst sehen, Gott hat mehr für dich.